Hallo in die Runde. Wir wollen uns heute mit dem Thema Lernen durch Lernen und die OER-Welt auseinandersetzen. Ich bin der Meinung, dass es eine tolle Kombination ist und ich bin gespannt, wie ihr mit euren Erfahrungen mich damit ein bisschen unterstützen könnt, wie wir unsere Ressourcen aus diesem LDL-Modus in die weite Breite verbreiten können. Wer bin ich? Ich bin die Isabel. Ich komme aus Frankreich und lebe jetzt seit 22 Jahren, glaube ich, in der Nähe von Augsburg. Ich habe seit 20 Jahren bin ich im Kontakt mit LDL. Ich habe beim Professor Jean-Paul Martin in Eichstätt studiert und ich gehörte zu dieser Generation, die noch Versuchskaninchen waren. Also wir haben an seiner Theorie weitergearbeitet, wir haben die in der Praxis umgesetzt und reflektiert, was funktioniert nicht. Und er hat dann danach diese Theorie noch verfeinert, ne? Sodass wir heute ganz viele Material dazu haben zum Thema LDL. Wer fühlt sich jetzt motiviert, an dieser Dokumentation mitzuschreiben? Ich habe euch im Chat den Link geteilt und ich würde sagen, das muss nicht eine Person sein, sondern jeder, der gerade was schreiben möchte, schreibt. Es können auch so Fragen sein und wir können auch das dann zusammen anschauen, was ist rausgekommen, worüber wollen wir uns noch austauschen? Ja. Also wie gesagt, seit ungefähr 20 Jahren lebe ich und arbeite ich in diesem Modus. Ich arbeite an einer Realschule in Bayern im traditionellen System und mein Unterricht ist nicht so traditionell. Hat jeder von euch schon mal vom Lernen durch Lernen gehört? Oder sollte ich noch mal kurz erklären, was wir unter LDL meinen? Bitte erklären, okay. Also, jeder von uns stellt sich gerade ein Gehirn vor. Das ist mein Klassenzimmer. In diesem Gehirn haben wir ganz viele Neurone. Jeder Teilnehmer, jede Person, die gerade in diesem Raum anwesend ist, ist ein Neuron. Mit seiner Einzigartigkeit, mit seinen Talenten, mit seinen Potenzialen, mit seinen Schwierigkeiten, mit seinen Fragen. Und unsere Aufgabe ist die, gemeinsam mit und voneinander zu lernen. Es läuft dann so ab. Wir haben unsere Themen natürlich, die teilweise vom Lehrplan vorgegeben sind. Wir müssen uns ein bisschen dran halten, denn am Ende der Realschule schreiben wir unsere Abschlussprüfung. Und diese Abschlussprüfung ist noch im alten Format. Das heißt, wir haben unsere Vorgaben. Aber sobald es möglich ist, nehmen wir uns die Freiheiten, an unseren Themen noch zu arbeiten. Ja, wie funktioniert das Unterrichten im LDL-Modus? Wie gesagt, die Schülerinnen und Schüler haben Themen, entweder sie bekommen diese Themen von mir, vor allem bei den Kleinen, wenn sie noch ein bisschen überfordert sind, und beziehungsweise, wie gesagt, Themen, die aus unserem Lehrplan kommen. Die bilden sich Minigruppen, also zu zweit oder zu dritt, und machen sich Gedanken darüber, was ist dieses Thema, wo finde ich Informationen. Und die Aufgabe ist die, sie bekommen eine Vielfalt an Informationen, vor allem heutzutage, sie arbeiten mit dem Internet. Und wo ist hier die Essenz? Wie kann ich diese Komplexität zusammenpressen, ja? So dass ich diese Essenz meinen Schülerinnen und Schülern beibringen kann. Diese Didaktisierungsphase, die kennt wahrscheinlich jeder von uns, die sich darüber auseinandersetzt, andere Menschen Inhalte rüberzubringen, zu erklären. Ich werde es nie erreichen, dass wir
diese Inhalte perfekt in eine Perfektion irgendwie mit Perfektion rüberbringen werden, sondern das wird unsere Aufgabe in der Gruppe zu sein, okay, also ich habe dich jetzt so verstanden, meinst du das auch so? Wofür brauche ich das? In welchem Zusammenhang? Dass wir gemeinsam diese Verbindungen erstellen, diese Vernetzungen herstellen und dass wir uns darüber Gedanken machen. Wie kommen wir jetzt mit diesem Stoff voran? Wie wollen wir das miteinander üben? Wie wollen wir gemeinsam überprüfen, ob das bei uns auch richtig so angekommen ist, wie es gedacht ist? Haben wir das Thema überhaupt richtig verstanden? Ja. Und das ist die Aufgaben, die wir dann im Unterricht haben. Das heißt, damit so etwas funktioniert, müssen die Teilnehmer ganz viele Kompetenzen beherrschen. Das A und O für mich ist der Umgang miteinander. Dann diese Freiheit richtig zu genießen, sage ich mal. Am Anfang ist es so, dass Schülerinnen und Schüler gewohnt sind, ich werde von der Lehrkraft bedient, ich brauche bloß mitschreiben und meine Übungen machen und es passt so. Dann lerne ich das auswendig und das passt. Die Stunde war angenehm für mich. Ich habe nicht viel zu tun gehabt. Und im LL ist es natürlich total anders, ja, weil wir diese ganze Materialien erstellen, wir gemeinsam denken und es wird nicht vorgegeben, in welche Richtung du zu denken hast, sondern jeder nimmt ein bisschen seinen Weg. Das heißt, dass sie lernen, mit dieser Freiheit umzugehen und dass sie auch lernen, gewiss werden wir Probleme auf dem Weg treffen. Wie gehen wir damit um? Wie lösen wir gemeinsam diese Probleme? Und gewiss sind wir uns auch nicht einig. Okay, dann sind wir jetzt schon beim kritischen Denken. Wie gehen wir damit um? Hat jemand hier unbedingt recht oder sind mehrere Leute, die dabei sind, die recht haben? Ja? Das heißt, die Schülerinnen und Schüler denken gemeinsam und werden von niemand irgendwie ferngesteuert. Wir wissen auch nicht ganz genau, wir haben schon Ziele für diese Stunde zum Beispiel, aber das kann sein, dass wir uns vielleicht davon entfernen, weil wir im Laufe der Stunde feststellen, schau mal, was wir eigentlich ganz am Anfang für Idee gehabt haben, das war vielleicht nicht das Richtige. Ja? Das heißt, wir laufen teilweise rückwärts und nehmen einen anderen Weg und das kann natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, das heißt, das ist nicht immer klar zu sagen, bis Ende November werden wir das und das und das erledigt haben. Ja, also wir nehmen uns da auch die Freiheit, die wir brauchen, vor allem wenn wir auch bemerken, wir haben ein paar in der Gruppe, die vielleicht nicht so schnell vorankommen wie gedacht. Okay, unsere Aufgabe ist die, dass alle im Boot bleiben und dass wir gemeinsam an diesem Ziel dann ankommen. Das ist also ganz grob, was Lernen durch Lehren ist. Ja, also die Schülerinnen und Schüler bringen sich gegenseitig neue Inhalte bei. Das heißt, ich als Lehrkraft, meine Schülerinnen und Schüler, wir haben ganz neue Rollen. Ich bin Lernende, ich lerne mit ihnen. Sie bekommen von mir kleine Impulse, zum Beispiel jetzt gerade im Bereich Digitalisierung. Also wir gucken, dass wir unsere Unterricht, dass wir diese ganze, zuerst diese Recherchearbeit, aber dann diese Konzeptualisierung, also die Inhalte, die wir jetzt haben. Wie können wir die verpacken, sodass wir sie auch vielleicht anderen Klassen weitergeben können, sodass wir mit diesen Produkten daheim noch weiterarbeiten können, also Kollaboration, beziehungsweise, dass wir jeder für sich vielleicht zu Hause auch noch die Möglichkeit hat, mit diesen Produkten zu üben, zu trainieren oder sich noch weiterhin Gedanken darüber zu machen, sich damit auseinanderzusetzen. Und da sind wir jetzt schon eigentlich bei meiner Frage. Das heißt, bei uns im Unterricht werden ständig neue Produkte entwickelt. Mittlerweile sind die zu 80% digital. Wir erstellen meine Schülerinnen und Schüler, also die sind zwischen 13 und 16. Das heißt, die sind im Alltag, verbringen sie viele, viele Stunden in den sozialen Netzwerken und spüren auch ein Bedürfnis irgendwie,
in diesem Format, also Story erstellen oder TikTok-Videos zu erstellen, um ihre Inhalte rüberzubringen, beziehungsweise um ihre Inhalte prägnant einen Ausdruck zu geben. Das heißt, sie erstellen zum Beispiel kleine Stories und manche sind sehr, sehr schnell unterwegs und teilen das natürlich sofort auf Instagram. Oder unser Wunsch ist, dass es zuerst bei uns auf der Plattform geteilt wird. Wir arbeiten mit Teams. Und der Traum wäre, dass diese wunderschöne Material, weil die Schülerinnen und Schüler erstellen, auch in die weite Welt kommen. Und da in unserem datenschutzgeprägten Land tun wir uns teilweise schwer, diese zu verbreiten. Ich bin auch leicht überfordert, muss ich sagen. Welche Möglichkeit hätten wir, diese Inhalte anderen Klassen, anderen Schulen zu teilen? Wie gesagt, die meisten sind digital, das heißt, die Verbreitung wäre eigentlich gar kein Problem. Aber der Traum wäre, dass diese Produkte, die geteilt werden, auch von anderen genutzt werden, überarbeitet werden, dass wir vielleicht auch eine Rückmeldung von denen bekommen, hey, schauen wir mal, hier haben wir zum Beispiel einen Fehler entdeckt, wäre es möglich, dass wir das so oder so darstellen, das wäre vielleicht verständlicher. Oder dieses Material hat uns zum Beispiel sehr geholfen, um die Punkte, zum Beispiel jetzt in der Fremdsprache, letzte Woche haben wir eine neue Zeitstufe kennengelernt. Die haben ganz tolle Produkte erstellt und sagen wir mal, ein Lernende in Hamburg stellt fest, ich hätte noch eine bessere Idee oder ich würde gern dieses Dokument ergänzen. Also, dass sowas möglich ist und dass wir noch zusätzlich auch diese Rückmeldungen von diesen Menschen bekommen, sodass wir auch in unserem Lernprozess vorankommen. Das wäre mein Traum. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Freiheit an Materialien, die wir jetzt schon auf Seiten der Lehrkräfte haben, gewiss auch für unsere Schülerinnen und Schüler gut funktioniert. Das ist mir auch klar. Es gibt zum Beispiel, ich habe einen Schüler, das ist ein großer Fan von Learning App. Das heißt, der erstellt uns wunderschöne Spiele, so Memory oder so Aufgaben, wo man unterschiedliche Sachen miteinander verbinden muss oder so Art Kahoot, wo Fehler eingebaut sind. Ja, das heißt, die Person, die daran mitspielt, stellt irgendwann mal fest, hä, das ist doch ein Quatsch, das ist doch nicht die Lösung, ja. Und dann fängt bei uns dann im Klassenzimmer so eine Diskussion statt. Und der baut dann absichtlich solche Fehler ein, sodass wir aufmerksam bleiben und sodass wir wirklich zum Denken anfangen, ja. Und dass sowas irgendwie so weltweit möglich wäre.